herzlich willkommen zu einem neuen Walk and Talk vom Bodensee. Ich dachte, wir nehmen euch heute mal mit an einem beschissenen Tag für uns, weil unser Hund sehr anstrengend ist, was aber uns zu schulden ist. Und unser Kind zahnt, Fieber hat, nicht schlafen möchte. Und dann haben wir gesagt, was gibt's Besseres, als an einem beschissenen Tag gehen wir einfach an den Bodensee. Der rettet uns. Und weil es bei uns so gut läuft, haben wir auch Regenschirme vergessen. Und es regnet. Yay! Aber Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Wir nehmen das einfach so hin und gehen jetzt hier einfach schön laufen. Wir sind übrigens hier an der Marienschlucht, Bootmann und laufen. Wir dachten, es ist nicht so viel los, aber die Leute zieht es halt trotzdem raus. Was? Ah, Zugang zur Marienschlucht gesperrt, aber ist ja auch wurscht. Ja, was? Könnten da runter? Und da laufen? Ja, kriegen wir das hin mit dem? Okay. Halsbrecherisch sind wir jetzt hier runtergestiegen von da hinten. Und ja, jetzt sind wir hier unten am Wasser. Das ist ein bisschen chillter. Allerdings nieselt es ein bisschen. Ich glaube, ich mache mal bei unserem Kinderwagen diese Haube drauf. Huch, jetzt war er weg. So, ihr seid wieder da. Rum. So ein bisschen rettet der See einen doch, oder? Bis auf der Kinderwagen, der jetzt nervt, oder? Gewunken. Ich bin da. Fahr dir hinterher. Oder kommt ein anderer Hund? Nesola checkt es wieder gar nicht. Hallo Hund. Nesola ist halt immer die Ziege. Der ist ja mega riesig, oder? Nesola, beruhige dich. Ja, die spinnt. Na, nein, nein. Nicht mich anspringen. Geh wieder zu deinem Frauchen. Komm. In dem Fall erstmal nicht. Soll ich die also ich meine, auf der Decke könnte man ihn schon sauber machen. Ja, ja, kann man machen. Irgendwie sehen die Farben komisch aus. Ich platziere euch mal hier. Wackelt hardcore. So Meeresrauschen ist schon. Meeresrauschen, Seerauschen oder so Wellen sind schon auch irgendwie beruhigend, oder? Vorbei, Nesola. Ja, mein Schatz. Weil ja, von der Nesola. Irgendwie sind die Farben so freaky. Jetzt sind die Farben richtig. Ich hatte so grelle Farben. Das sah ganz eigenartig aus. Also die ersten Minuten sahen ein bisschen verrückt aus, wahrscheinlich von den Farben, aber ich habe es jetzt wieder eingestellt. Es ist gerade mega mild. Kein bisschen Wind gerade, gell? Aber jetzt fängt es wieder an zu nieseln. Gut. Jetzt machen wir uns halt auf den Rückweg. Gut. Ja. Papa. Oder? Papa. Ja. Oh, ein Schwan. Bitte. Nein. Guck mal was. Nesola. Nesola, du hast dich schon mal mit einem Schwan angelegt. Lass es lieber. Nesola, hier bleiben. Komm mit auf uns. Ja, das machst du ganz toll mit dem Stock. Ja, oh, warte, von der anderen Seite. Dankeschön. Soll Mama dir mal ein Herzchen malen? Ja. Guck mal. Oh. Oh. So.
Und du zerstörst das Herz. Das heißt, dass Mama dich lieb hat. Ein Herz. Papa! Jetzt fängt es ein bisschen an zu nieseln. Jetzt laufen wir mal wieder lieber zurück und holen uns vielleicht noch Schirme. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht nachher noch irgendwie Kaffee trinken gehen oder vielleicht auch ein Eis oder so essen. Oh, nicht auf den Kinderwagen! Und laufen jetzt wieder zurück. Mensch, es ärgert mich jetzt, dass diese Farben am Anfang so freaky waren. Ja, heute läuft es nicht so. Bei uns mussten wir ihn hier auch gerade bei der Kälte wickeln, weil er nochmal die Hosen gekackert hat. Nesola ist vorbei. Aber Nesola hat ihren Spaß und das ist gut. Und das Wetter ist auch bescheiden. Aber es ist wirklich wunderschön hier am Bodensee. Und es ist immer, wenn man hierher kommt, nochmal so ein bisschen wie Urlaub. Also das macht schon Bock hier. Im Sommer ist halt immer mega überlaufen. Und mit Hund ist es dann sehr anstrengend, würde ich mal sagen, ja. Jetzt ist vorbei, Nesola. So, wir packen uns jetzt. So, wir laufen wieder zurück auf einem normalen Weg. Da unten war es cooler, hier. Aber jetzt sind wir ein bisschen schneller wegen Regenschirm und so. Packen wir uns wahrscheinlich noch schnell die Regenschirme ein am Auto und dann werden wir vielleicht noch irgendwo was essen oder ein Eis essen oder einen Kaffee trinken, wie auch immer. Wir sehen zwar ein bisschen aus wie Schweine, aber das ist uns doch auch wurscht egal. Zurzeit übrigens bin ich nicht so gut drauf. Es ist nicht immer Friede, Freude, Sonnenschein, deswegen ja, ist auch ein bisschen ruhiger. Aber das habe ich euch ja im letzten Walk and Talk schon gesagt. Deswegen gibt es eben vermehrte Walk and Talks, aber das habe ich auch schon gesagt. Bla bla bla, bliblo blub. Ich habe immer das Gefühl, man muss sich rechtfertigen, obwohl man das gar nicht muss. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass man zu viel YouTube guckt und diese ganzen. Man wird selber gar nicht kreativ, sondern man guckt immer, ah cool, ja, so könnte ich es auch machen oder so. Das stört mich ein bisschen daran. Nesoli! Waren wir da? Und wir sind auf dem Weg nach Hause. Wir wollten eigentlich noch einkehren, aber das haben wir jetzt mal gesteckt, weil der Kleine, dem geht es nicht gut, der hatte. Oh, was macht der da? Rüffel vielleicht der an den Plakat und ach so, ja. Weil der Kleine hatte gestern schon Fieber und heute. Wir glauben, dass er eben jetzt wieder Fieber hat. Also ihm geht es nicht gut, auch Schüttelfrost und so weiter. Wir glauben, dass es die Zähne sind, weil da isst er immer nicht. Und da hat er auch meistens ein bisschen so erhöhte Temperatur und auch immer Durchfall. Und wir haben ihn jetzt auch dreimal gewickelt, aber er wollte heute Mittag gar nicht schlafen. Und dann haben wir gesagt, wir gehen raus. Naja, jetzt gehen wir auf jeden Fall heim und stecken ihn gleich ins Bett, noch Fieber messen, vielleicht nur ein Zäpfchen, mal gucken. Auf jeden Fall schön, dass ihr auch an Tagen, an denen es nicht so rund läuft, mitkommt. Und dann würde ich sagen, tschüssi, wir sehen uns schon ganz bald im nächsten Video.